Und damit schauen wir ins windige Dnipro. Unser Reporter, mein Kollege Max Hermes, von dort aus zugeschaltet. Und Max, es gibt ja verschiedene Berichte, wonach tatsächlich Russland einen Angriff, einen Anschlag auf Präsident Zelensky versucht haben soll. Was ist da dran? Was weißt du darüber? Also es gibt diese Berichterstattung darüber. Es handelt sich dort ganz konkret um einen Anschlagsversuch im Mai diesen Jahres. Und da soll das Ganze soll ein Vergeltungsschlag gewesen sein für den Anschlag, für den Drohnenangriff auf den Kreml. Also es hatte ja auch zwei Drohnen gegeben, die unmittelbar über den Kreml geflogen sind und dann abgeschossen wurden. Also dort keine wirklichen Schäden angerichtet haben, aber die es eben bis ins Zentrum der Macht von Wladimir Putin geschafft haben. Und diese Berichte sagen jetzt aus, dass die Russen auch versucht haben, den Präsidentenpalast anzugreifen mit Raketen aus der Ferne. Allerdings sind diese Raketen dann von der ukrainischen Luftabwehr vom Himmel geholt worden. Letztlich ist dieses Ziel dann also dann verfehlt worden. Und was man auch dazu sagen muss, der Aufenthaltsort von Präsident Zelensky, der ist stets geheim. Also er hält sich zwar immer wieder im Präsidentenpalast auf, aber er schläft nicht unbedingt dort. Er ist nicht unbedingt zu jeder Tages- und Nachtzeit eben dort. Deshalb ist dieser Angriff, selbst wenn er dann erfolgreich gewesen wäre, wäre da noch nicht sicher, dass er auch dann getroffen würde. Also die Hauptstadt Kiew vor allen Dingen gut abgesichert, auch durch ein Patriot-Flugabwehrsystem, aber auch IRIS-T ist dort in der Nähe stationiert. Da hat sich die ukrainische Führung doch abgesichert, auch für solche Angriffe, die es immer wieder gegeben hat in den letzten Monaten.